Dahmer. Für die, die ihn noch nicht kennen, er ist ein erfolgreicher Mangaka in Japan. Und hier in Deutschland erscheint von ihm unter anderem die Serie Bloodlet im Tokyo Pop Verlag. Ich zeige dir einmal kurz, das ist der erste Band. Ich denke, viele von euch haben ihn schon mal gesehen oder idealerweise auch schon gelesen. Wir hatten 2013 schon mal die Ehre, Kodama-Sensei bei uns begrüßen zu dürfen und freuen uns auch sehr, dass er dieses Jahr unsere Einladung wieder angenommen hat. Herzlich willkommen, Yuki Kodama. Ein kleiner Applaus bitte. Ebenfalls heute hier ist Kato-san. Er ist der Redakteur von Yuki Kodama beim japanischen Kadokawa Verlag. Ichiro in der Mitte wird für uns heute übersetzen. Mein Name ist Gwyneth, ich arbeite beim Tokyo Pop Verlag. Ja, und ich freue mich sehr, dass ihr heute alle da seid. Da geht's dann auch schon los. So, erstmal kurz noch die Frage, erstmal was zu trinken? Ja, Wasser ist gut. Wasser ist auch gut. Ja, ist ja doch recht warm geworden wieder. Ich habe mir gedacht, erstmal der Regen macht uns einen Strich durch die Rechnung. Schön. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, das ist ja bereits Ihr zweiter Besuch in Deutschland. Wir hatten ja schon eben das Glück, Sie 2013 zur Animagic einladen zu dürfen. Kann man denn sagen, dass Ihnen Deutschland gefällt, wenn Sie jetzt beschlossen haben, noch ein zweites Mal herzukommen? Auf jeden Fall, also er liebt Deutschland und ja, würde auch sagen, ja, wenn er eingeladen wird, kommt er immer gerne und freut sich auch diesmal hier sein zu dürfen. Das freut uns natürlich auch sehr. Und das klingt ja so, als könnte man ihn in den nächsten Jahren vielleicht nochmal wieder begrüßen. Ja, solange ihr mich einlädt, komme ich immer gerne. Gut zu wissen. Was hat Ihnen denn bei Ihrem letzten Besuch in Deutschland besonders gut gefallen? Er war auf jeden Fall super begeistert von vom Miniatur Wunderland, wo er später in Hamburg zu Besuch war. Ja. Das hat ihm auf jeden Fall sehr gefallen. Ja, das war schön, ja. Er war begeistert, dass halt in dieser kleinen Welt auch so kriminelle Szenen zu sehen war, so Morde und sowas, das hat ihm sehr gut gefallen. Ja, das ist wirklich sehr detailreich. Ich war damals mit ihm dort und ja, das ist sehr eindrucksvoll. Also wenn man nach Hamburg kommt. Gab es denn noch etwas, was Ihnen gar nicht gefallen hat? Er wurde an einem Abend von einem besoffenen Radfahrer verfolgt, das hat ihm nicht so wirklich gefallen. Nee, das klingt alles andere als schön. Er ist ja froh, dass Sie aus der Situation heil wieder rausgekommen sind. Er ist letztendlich in die Hoteltür reingerast und er war dann halt schon im Hotel, deswegen ja, ist ihm zum Glück nichts passiert, aber ja, ist alles nochmal. Oh je, das klingt ja richtig brenzlig. Dann können wir ja umso froher sein, dass Sie es nochmal geschafft haben, herzukommen und sich überhaupt getraut haben bei solchen Vorfällen. Und das Essen? Gab es auch irgendwas, was Ihnen nicht geschmeckt hat? Ich erinnere mich dunkel, dass Bananenweizen, glaube ich, nicht ganz so Ihr Fall war. Also ich glaube, Bananenweizen mochtest du eher nicht. Also er fand es ganz lecker, meinte er jetzt gerade. Er mochte es? Ja.
Das heißt, da müssen wir jetzt auch nochmal Bananenweizen trinken. Ja, 今回も ぜひ Bananenweizen 今夜飲みに行きますか? Ja, wird er sich nochmal überlegen. Gut, gut. Sehr gut. Nehmen wir das gleich auf unsere Sightseeing- und To-Do-Liste auf. Sie sind ja nun in Bayern. Letztes Mal waren wir in Nordrhein-Westfalen und in Hamburg. Das ist ja schon ein bisschen anderer Teil noch von Deutschland. Wie ist denn jetzt Ihr zweiter Eindruck von Deutschland? Eindruck, ja, hat er eigentlich, ja, ist eigentlich relativ derselbe. Ja, also, ihm fällt eigentlich leider nichts weiter ein, als da bin ich wieder irgendwie. Also, er merkt keine großen Unterschiede jetzt von der Gegend, vom Essen, findet er einfach alles gut. Es gibt in Japan viele Themenparks, die nennen sich so direkt übersetzt, also das heißt auf Japanisch Doitsumura, das sind so, da sind so deutsche Städte nachgebaut und ja, viele Ecken in Deutschland sehen dann natürlich ähnlich aus. Das ist also wiedererkennungswert. Ja. Schön. Naja, für uns ist ja die Hauptsache, dass es Ihnen hier gefällt. Also es ist, er ist natürlich begeistert, das im Originalen so jetzt sehen zu können. Ja, wenden wir uns dann mal Ihrer Arbeit zu. Ich habe ja eben schon gerade gezeigt, Bloodlet erscheint bei Tokyo Pop. Das ist jetzt gerade der aktuell neueste Band, Band 14. Wir sind da relativ nah am Erscheinungsrhythmus in Japan. Sie arbeiten immer noch an der Serie. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann können wir uns ja noch auf weiteren spannenden Lesestoff freuen. Ja, aber es wird bald schon zu Ende gehen, die Geschichte. Also es ist nicht mehr lang. Was? Ist die Geschichte schon zu Ende. Also das Ende ist schon in Sicht. Oh mein Gott, was machen wir da? Also in Japan muss er eigentlich nur noch 3 Folgen zeichnen, dann ist er durch. Oh je, oh je, oh je. Naja, wir werden die letzten Bände auf jeden Fall genießen und hoffen, dass wir danach auch irgendwann wieder die Möglichkeit haben, eine andere Serie von Ihnen zu veröffentlichen. Auf jeden Fall, da freut er sich auch sehr drauf. Ja, sehr gut. Wie alt waren Sie denn, als Sie angefangen haben zu zeichnen? Ich denke mal, so Ende der Oberstufe, mit 17, 18, hat er schon begonnen, Manga zu zeichnen. Also erst noch hobbymäßig oder dann auch schon professioneller? Das war noch rein hobbytechnisch. Er hatte bis dahin halt kaum gezeichnet, also das war ja so die Anfänge eigentlich. Gab es denn dann da einen bestimmten Wendepunkt, also irgendeinen Auslöser, weil wenn er sagt, er hat bis dahin nicht gezeichnet, was hat ihn dazu motiviert? Er war in einer Schule, wo man Animation gelernt hat und es war dann halt, ja, als er mit der Schule fertig war, natürlich die Zeit, ja, musste er sich überlegen, als was er dann letztendlich arbeiten möchte. Genau, und als Animator, also in der Animation, hatte er keine großen Chancen gesehen, beziehungsweise war er da nicht so optimistisch und hat sich dann entschlossen, lieber Mangaka zu werden. Das war dann der Grund, warum er angefangen hat zu zeichnen. Eine richtig bewusste Berufsentscheidung dann auch. その漫画家になることを目指して本当に漫画を描き始めたとでもじゃあ言えるんですかね。その漫画家になりたいから。そうですね。もう就職しないでも
Ja, also er wollte sich nirgendwo bewerben, hatte da nicht so Lust drauf und dementsprechend hatte er eine arbeitslose Phase, wo er nur Mangas gezeichnet hatte, mit dem Ziel halt dann eben als Mangaka erfolgreich. Ja, wenn das Ergebnis dabei rauskommt, dann sollten wir uns alle so eine Phase mal gönnen. Also wenn er jetzt zurückdenkt, kriegt er Gänsehaut, wie leichtsinnig das eigentlich war, ja. Aber zum Glück ist es gut ausgegangen. Ja, da freuen wir uns. Gab es denn ein Vorbild in seiner Jugend? Er mochte Dragon Ball sehr gerne, das war so sein Vorbild auf jeden Fall, also Akira Toriyama. Das ist sein, ja, das ist sein Idol, das ist sein Vorbild. Ja. Ja, das kennen hier ja sicher auch die meisten. Ah, これはそうですね。全員が知ってる対策なんで、わかるような気がします。Sie hatten eben gesagt, dass Sie auf einer Schule war, wo man Animation gelernt hat. Haben Sie dann da auch das Zeichnen, also das Manga-Zeichnen auch gelernt oder haben Sie zusätzlich noch irgendwie anders versucht, sich das Manga-Zeichnen beizubringen? Also es war gar keine Manga-Schule. Er hat 3D-Modelle also gebastelt. Also das hatte mit Manga eigentlich nichts zu tun. Also gar nicht zeichnerisch irgendwie. Ah, ja, 絵を描いたりとか作画とかは全然なかったっていうことですか。あ、でも絵を描くのももともと好きだったんですよ。Er mochte auf jeden Fall schon zeichnen, でも描いてはいなかったっていう。そこで学校では描くのは。学校でも描いてはいたんですけど。Er hat 学科的には 3D 作らなきゃいけない学科だった。Gezeichnet, aber ja, also das Hauptthema war halt 3D-Animation, deswegen ja, hat das auf jeden Fall überwogen, quasi diese Modelle herstellen, 3D-Modelle herstellen. Okay, und wie hat er dann den Übergang zum Manga-Zeichen, ja, wie hat er das gemacht? Ja, wie hat er dann versucht, das noch Mangaka so andere Fähigkeiten sich anzueignen? Ja, so eine Narau. 分野あのやってたことと後々仕事してる内容が結構違うと思うんですけど偶然この近所に漫画家さんがいまして、うん、でその人がなんていうかメールをくれて漫画を描く、まあ、目指してるんだったらちょっと近いしうちで手伝ってみないみたいな Er hatte glücklicherweise in der Nachbarschaft einen professionellen Mangaka der von ihm gehört hatte und ihm dann eine Mail geschrieben hatte, von wegen, ob er nicht mal bei ihm zu Hause vorbeischauen möchte und ihm mal aushelfen möchte. Aha. Und das war so der Beginn, ja, sich mit Manga zu befassen. Also ein bisschen alles so Zufall und Schicksal, kann man sagen. 結構偶然、運に恵まれてたっていう感じですね。まさにそうです。Auf jeden Fall, also er hatte sehr viel Glück. Viele professionelle Mangaka haben ja Assistenten, die ihnen bei den Hintergründen helfen oder Rastafolie oder andere Dinge. Haben Sie denn auch dann erst angefangen, als Assistent zu arbeiten? Kurama-san もまずは最初はアシスタントとして、Ah, そうですね。はい。はい。その、何を使われる、背景を描いたりとか、まああとはそういう効果線描いたりっていういろいろな、もうその他の。Auf jeden Fall, er hat auch als Assistent begonnen, überwiegend Hintergrundzeichnungen und auch, ich weiß nicht, wie man das nennt, so Effektlinien, ja, solche Sachen hat er viel gezeichnet. Wie hat er diese Zeit so erlebt? Was hat er gelernt daraus? 何か培われた経験とか、なんか感想は。本当にそれまで漫画を描いたことあるんですけど、どうやって描くのかが全然知らなかったんで、そこで初めて。Also ihm ist halt dadurch nochmal sehr bewusst geworden, was es eigentlich heißt, professionell Manga zu zeichnen. Also das war halt bei Weitem nicht das, was er sich bis dahin unter Manga-Zeichnen vorgestellt hat. Also, ja, also das die war Realität hat ihn quasi eingeholt. 結構その現実をはもっと厳しいということを知らしめされたっていう感じですか。そうですね。まあ細かいところですね。Komma to komma no aida no. Ja, also es sind sehr so Kleinigkeiten, die ihm aufgefallen sind. Zum Beispiel die Abstände der Panels, wie man sie am besten
gestaltet. Und ja. Also hat er wirklich auch viel gelernt. Wie lange hat er das gemacht ungefähr? Wie viele Jahre? Wie lange hat er das gemacht ungefähr? Circa eineinhalb Jahre, also nicht besonders lang. Nicht sehr lang, ja, das stimmt. Und wie sind Sie dann professioneller Mangaka geworden? Also was waren dann Ihre ersten Schritte zu Ihrer ersten eigenen Serie? じゃあプロの漫画家としてあのま自らの知り合いを手掛けるようになったのはいつ頃なんですか？で何を手掛け始めたのか？いつ頃？っていうのは年齢的に。まあ年齢的にそのあとまあアシスタントを終えてすぐ。 Er war 21 oder 22, als er seine erste eigene Serie gezeichnet hat. Das ist ziemlich jung, ja. 結構若い。若い方だと思います。 Ja, er denkt auf jeden Fall, das gehört zur jüngeren Gruppe. Und wie hat er das gemacht? Hat er sich dann beworben irgendwie bei einem Verlag? どのようにしたんですか？どこか出版社に応募したんですか？それともどのようにしてあの Das war auch wieder irgendwie per Mail eine Anfrage. Also er hat. Es war ein gemeinsames Werk mit jemand anderem. Also er hat halt quasi die Einladung bekommen, mit jemand anderem einen Manga zu zeichnen und das halt einzureichen, sich damit zu bewerben. Und das wurde dann quasi auch angenommen und wurde dann halt auch veröffentlicht in einem Magazin. Und das war so der Startschuss, genau. Ja, sehr spannend. Wie müssen wir uns denn einen typischen Arbeitstag von Ihnen vorstellen? Wie ist denn da der Ablauf? Gibt es da einen bestimmten regelmäßigen Rhythmus oder variiert das von Tag zu Tag? Also, ja. Um 11 Uhr kommt der Assistent erstmal zu Ihnen nach Hause und dann wird sofort begonnen zu arbeiten. Und abends um 5 gehen wir Abendessen. Bis 7 Uhr gibt es dann Pause. Bis 11 Uhr nachts wird dann weitergearbeitet. Dann heißt es bis morgen. Ja, also dann, das geht dann das ewig weiter so. Jeden Tag quasi. Wochenende gibt es bei Ihnen nicht, also ja. Oh ja, das klingt anstrengend. Ist nicht besonders anstrengend. Also er empfindet das, ich glaube sogar, dass es vielleicht sogar entspannter ist als ein normaler Arbeitstag in Japan. Oh, ja, möglicherweise. Ja gut, aber es klingt ja auch so, als wenn es eben sehr viel Spaß macht. Und ich denke, dann ist jede Arbeit auch irgendwie angenehm und nicht zu anstrengend oder eben unangenehm. Mal so, das ist das Wort, was er gelernt hat. Genau, ja. Mal so. Wir versuchen jedes Mal bei seinem Besuch ihm lustige Wörter beizubringen und diesmal ist es mal so. Ja, also es macht ihn Spaß, aber manchmal hat er auch keine Lust mehr drauf. Ja, aber grundsätzlich ist er dann schon glücklich mit der Entscheidung oder bereut er es jetzt manchmal, dass er sich eben nicht für die Anime-Branche entschieden hat? Er bereut auf jeden Fall nichts und ja, denkt, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen ist und hat auch nicht vor, jetzt halt zu wechseln, würde jetzt auch gar nicht mehr gehen. Und, ja, aber das war schon alles richtig. Ja, ich denke, das können wir auch so sagen, wenn wir uns einen Manga anschauen, Spaß daran haben, dann ist das definitiv die richtige Entscheidung gewesen. Was für Materialien benutzen Sie denn für Ihre Arbeit? Also bevorzugen Sie dann eher analoge Arbeit oder arbeiten Sie auch am Computer? アナログ作画するとき、やっぱまあデジタルだとタブレットとか、まああるいはアナログまあその普通に従来の そうですね。最近ようやくタブレットとかを使い出したんですけど、でもやっぱり今のところはアナログの方が
Also er zeichnet momentan überwiegend analog, hat jetzt vor kurzem begonnen, jetzt halt auch digital zu zeichnen, aber momentan überwiegt noch das Analoge. Das möchte er das dann irgendwann umstellen oder meint er, er wird auch in Zukunft lieber analog arbeiten? Also das nächste Werk hat er tatsächlich vor, komplett digital zu produzieren. Ja, da sind wir gespannt. Wie eng arbeiten Sie denn mit Ihrem Redakteur Kato-san zusammen? Gibt es da tägliche Gespräche oder wöchentliche Gespräche oder regelmäßige Treffen? Sie treffen sich einmal im Monat, um halt ja, die nächste Folge zu besprechen. Und es ist schon selten, dass sie so viel aufeinander abhängen, rumhängen, gemeinsam die Zeit verbringen. Und sonst gibt es auch keinen Kontakt, also keine Telefonate oder E-Mail-Kontakt, also nur ein Treffen im Monat? Grundsätzlich wird geskypt oder gemailt, ja. Aber das dann schon öfter dann regelmäßig. それはもう頻繁に。そうですね。割と頻繁にはしてると思うんですけど。一ヶ月に一回会うときってなんか一緒にご飯行ったりとかでしたよね。確かどうなんですか。そうですね。大体ご飯を食べながら三時間ぐらいご飯食べてるんですけど、そのうちの打ち合わせしてるのは多分十分ぐらい。Also sie treffen sich einmal im Monat zum Abendessen. So ungefähr 3 Stunden dauert das gesamte Essen, aber die Gespräche, wo es um die Arbeit geht, die dauern vielleicht so 5 bis 10 Minuten. Also hauptsächlich ja, kollegial. Also auch ein freundschaftliches Beisammensein. Ja, どちらかというと、まあ、友達感覚での付き合い。 そうなるんですか？どうしたいですか？ könnte man so sagen. Er ist sich aber nicht so ganz sicher. Ja, und dann können wir auch Kato-san einfach direkt fragen, wie er denn so die Zusammenarbeit mit Kodama-sensei empfindet. Ist das eher anstrengend oder entspannt? Er ist auf jeden Fall sehr zufrieden. Also, was soll er jetzt hier auch sagen? Aber auf jeden Fall ja, hat er noch nie seine Sachen irgendwie verspätet abgegeben oder so. Das ist alles immer wert, pünktlich abgegeben und das ist schon ja, eine dankbare Sache. Sehr schön. Ja, also, Sie hatten jetzt gesagt, Sie bereuen die Entscheidung nicht. Sie sagen auch, es ist nicht so anstrengend. Und wenn es aber auf Deadlines oder so zugeht, ist es dann nicht so, dass man dann auch mal wirklich komplett die Nächte durcharbeiten muss oder doch irgendwie in Stress kommt? Also er hatte zum Glück noch nicht die Situation, dass er Nächte durcharbeiten musste, aber dadurch eben halt, dass er halt keine Wochenenden hat und halt durchgängig durcharbeitet, das ist, glaube ich, so der Schlüssel zum Erfolg, halt eben nicht in diesen Engpass zu geraten. Er hatte in seiner Assistentenzeit der Mangaka, für den er quasi gearbeitet hat, den er zugearbeitet hatte, der war zum Beispiel so ein typischer Fall. Bei ihnen haben die Telefone immer geklingelt und er hat immer seine Deadlines nicht rechtzeitig einhalten können. Und das war ihm quasi so eine Lehre, so nicht zu werden. Ja, es ist sicherlich viel wert, wenn man gut organisiert ist und strukturiert. Und so ist, ne? Scheint ja bei ihm gut zu funktionieren. Ist auf jeden Fall klingt selbstverständlich, aber es ist sehr wichtig. Das ist machen Sie denn dann wenigstens ab und zu mal Urlaub, wenn Sie schon keine Wochenenden haben? Wenn Sie keine Wochenenden haben, dann
まあ今絶賛息抜き中なんですけども。まあ。Das ist zum Beispiel Urlaub, was er jetzt gerade macht. Das wäre so, ja, so die entspannte Phase. Oder ja, ansonsten, ja, vielleicht Kinobesuche. Oder. Ja, das war's so eigentlich. Ja, also doch ein sehr durch die Arbeit bestimmtes Leben. Ja, kekko sono shigoto ga mou hontou ni 9割no jinsei wo okutteru tteu kanji desu kara. So kanae to kanashiku narimasu kedo. Ja, also wenn man es so erklärt, klingt das ein bisschen traurig, aber ist es auch. Ach, solange die Arbeit Spaß macht, sage ich. Also shigoto ga tanoshikereba juritsu shiteru. Und wenn man damit auch noch so viele Menschen glücklich macht, ich meine, was kann es besseres geben? Mari no dokusha wo hontou ni 楽しませてくれてるんで、それはとても意義のある仕事と言うんで、いいじゃないですか。まあ、確かに。なに、woher nehmen Sie denn Ihre Ideen? Also was inspiriert Sie denn dann? じゃあ、結構その普段どのようにしてインスピレーションとか集めてるんですか？新しい作品を書くにあたって。まあ、それこそ本当映画をただ闇雲に見たりとか。Viel, ja, er lässt sich viel von Filmen inspirieren, ja. なんかいろんなまあ、とりあえずものを Also er schaut sich viele Filme an, gar nicht, weil er sie mag. Er schaut sich sie einfach mal an, um zu sehen, ob da vielleicht interessante Ideen bei rauskommen könnten, ja, um sich inspirieren zu lassen. Das ist so seine Art. Ja. Die Serie Bloodlet ist in Deutschland 2012 gestartet und war auch direkt sehr erfolgreich. Haben Sie denn, als Sie an der Serie gearbeitet haben, jemals daran gedacht, dass sie auch in anderen Ländern irgendwie so erfolgreich sein könnte und eben auch ja, Leser aus fremden Kulturen so begeistert? Ja, das hat er natürlich überhaupt nicht vorausschauen können. Sehr überrascht. Aber er freut sich darüber? So ist es gar. そうですね、それはもちろん嬉しいんですけど、そのキャラクターのモデルが日本を好きな外国人の人をモデルにした主人公なので、だからそっち側の人に受け入れてもらえるとは思ってなかったですね。はい。Er ist auf jeden Fall sehr froh darüber. Auch besonders bei Bloodlet geht es halt um um jemanden, der halt die japanische Kultur, also diese Subkultur eben mag. Und das hat etwas Ähnliches mit ausländischen Lesern eben, die halt zwar nicht aus diesem Land kommen, aber halt eben diese Kultur mögen. Und er war halt so ein bisschen besorgt, ob er das halt ja richtig darstellen kann, ob das nicht vielleicht irgendwie auf, ja... Ja, das stimmt. Im Grunde kann man uns alle so ein bisschen mit Stess vergleichen. Wir leben hier zwar nicht direkt in der Hölle, aber ja, wir haben alle eine Vorliebe für Manga und in jedem von uns steckt dann ein kleiner Otaku. Genau, ihr seid quasi die Vorbilder von Stas. Genau. Ja, also wer es nicht weiß, es geht eben in Bloodlet um einen Vampir, das Ganze spielt eben in der Hölle. Und der Stas, der ist eben ein großer Japan-Fan und seine Freundin, sage ich mal, Fuyumi, die begegnet ihm da, die ist eigentlich ein Mensch und bei gerade ihrem ersten Besuch der Hölle stirbt sie leider und sein großes Ziel ist, sie wieder zu beleben und ja, da dreht es sich nun unter anderem in der Serie drum. Warum haben Sie gerade diese Hauptcharaktere gewählt? Also neben Stas dann eben auch Fuyumi oder auch Wolf? Fuyumi oder Ulf oder so ein Charakter が生まれたんですか? なぜそのようなキャラクター設定になったのかなっていう。難しい質問ですか? そうですね。当時のことをあまり覚えてません。 Eine sehr schwierige Frage, weil er jetzt halt auch sich gar nicht mehr so wirklich daran erinnern kann, wie er tatsächlich auf die Idee gekommen ist. Wie viele Jahre ist das denn schon her? もう何年ぐらい前の話になるんですかね? もう6年ぐらい前の話。 6 Jahre ist es inzwischen schon her. Und das ist schon eine Menge. Er weiß auch, er lebt halt so sehr im Jetzt, dass er gar nicht mehr weiß, was er halt in der Folge davor alles genau gezeichnet hat. Also das ist
Ja, das stimmt. Er lebt ja immer weiter, weil er auch so regelmäßig daran arbeitet. Lebt er ja quasi mit seinen Charakteren und entwickelt sich immer weiter. Ja, deswegen hat er halt auch teilweise Schwierigkeiten bei Signierstunden, wenn jemand sagt, zeichne mir mal aus der Folge den und den, dann muss er selber in den Büchern gucken, ja, es sind aber um zu sehen, wie die aussehen. Wirklich, wirklich viele verschiedene Charaktere. Also Also die Charaktere an sich, die hat er natürlich im Kopf, also die existieren bei ihm im Kopf. Nur sind das halt eben so Kleinigkeiten, woran er sich erinnern muss. Wo hat er zum Beispiel seine Narbe im Gesicht? Eben diese Kleinigkeiten, da muss er halt nochmal nachschauen. Ja. Wie haben Sie das Character Design damals, ja, wie sind Sie das angegangen? Also warum sehen quasi jetzt Fuyumi und Des aus, wie sie aussehen? Gab es da irgendwelche Regeln, an die sie sich gehalten haben? Und wie leserorientiert oder rein nach eigenen Vorstellungen? よりによってああいう顔になったのか。よりによって。ルールか、難しいな。ist eine schwierige Frage, eine Regel. Also jetzt im Sinne, dass Kato-san irgendwie eingegriffen hat und gesagt hat, so vom Verlag, あの言われてこうしろとかそういうふうな影響とかあったんですか。eine andere Frisur haben. それともなんか髪型とか、ダサいからもっとこうしろとかそういうふうな周りからちゃちゃ入れられたりとかしたんですか。ことはされてないですね。Da hat er zum Glück die Freiheit, das selber entscheiden zu dürfen. キャラクターについてのダメ出しは。Was Charaktere angeht, da durfte er sich relativ frei ausleben. Also da gab es irgendwie keine Bestellung von außen. Und er kann leider auch gar nicht sagen, dass es da irgendwie eine bestimmte Regel gab oder er hat so wirklich ja, sein Gefühl freien Lauf gelassen und die sind einfach so entstanden, würde er also so vielleicht die Regel, er wollte nur das Charaktere zeichnen, wo er richtig Spaß hat, sie zu zeichnen und das war so die Faustregel vielleicht, ja. Ja, damit man denen auch Leben einhauchen kann, ich denke, da muss man auch irgendwie richtig eine Beziehung dazu entwickeln können. Ja, also er konnte irgendwie nicht anders, also sonst hätte er sich auch gar nicht motivieren können. Also das war so. Lassen Sie denn auch irgendwie eigene Erfahrungen in Ihre Werke einfließen? Ja, er war zum Glück noch nicht in der Hölle, deswegen hat er da wenig Erfahrung. Und zum Glück ist seine Freundin auch noch nicht gestorben. Ja, das könnte mit der Wiederbelebung vielleicht etwas schwierig werden. So kann es sein. Es gibt ja auch einen Anime zu Bloodlet. Waren Sie da an der Entstehung auch mitbeteiligt? Er war auf jeden Fall sehr involviert im Projekt, was die Anime-Version betrifft, weil eben auch diejenigen, die quasi dort gearbeitet haben, seine Werke sehr geliebt haben und halt auch eben ihn halt dem Original gerecht werden wollten und auch sehr viel sozusagen Feedback von ihm haben wollten, ob die Umsetzung so in seinem Sinne ist und genau dementsprechend hat er halt sehr viel Kontakt gehabt. Und dann ist er jetzt zufrieden mit dem Endergebnis? Ja, also es gibt natürlich noch ein paar Punkte, wo er anderer Meinung ist. Es ist jetzt nicht so, dass er hundertprozentig damit einverstanden ist.
Aber auf der anderen Seite, ja, muss er halt auch den Regisseur, den Anime-Regisseur, seine Freiheit lassen. Mhm. Das ist dann nicht mehr sein Gebiet und ja. Ja, das, da muss man sich ja immer irgendwie mitleben, dass dann auch noch wieder ein paar Sachen verändert werden oder irgendwie angepasst werden. Aber wenn sie sehr eng zusammengearbeitet haben, dann spricht ja viel dafür, dass zumindest die Anime-Seite auch das, das Hauptwerk auch gut respektiert hat. Ja, auf jeden Fall war das eine sehr wertvolle Erfahrung und sehr gute Erfahrung auch. Haben Sie denn einen Lieblingscharakter bei Bloodlet? Liz ist Liz, ja. Auf jeden Fall sein Favorit. Ja, Liz ist ganz, ganz niedlich. Gibt es einen Charakter, mit dem Sie sich dann auch irgendwie selbst identifizieren können? Also Liz wird es ja vermutlich nicht sein. Vielleicht ist so Mamejiro sein zweites Ich in Bloodlet. Er ist so derjenige, der eigentlich das sagt, was er sagen möchte. So, der kleine freche Mamejiro. Gut. Wenn Sie denn einen Charakter von Bloodlet mit auf eine einsame Insel oder einen anderen einsamen Ort nehmen könnten, wer würde das sein und warum? Bell, auf jeden Fall. Bell. Wegen ihrer Fähigkeiten oder einfach, weil er sie so als sehr guten Kumpel auf einer Insel gebrauchen könnte? Auf jeden Fall, die Fähigkeit halt quasi. Der Raummagie. Ja, das ist natürlich praktisch, dann ist man schnell von der einsamen Insel wieder weg. Das ist natürlich sehr, sehr clever gedacht. Genau, er würde halt gleich sofort von dieser einsamen Insel sich wegteleportieren lassen. Also Sie haben ja schon gesagt, dass Bloodlet leider bald enden wird. Arbeiten Sie derzeit denn auch an einer anderen Serie oder schon an einer neuen Serie oder parallel oder konzentrieren Sie sich jetzt erstmal nur auf das Ende von Bloodlet? Also es ist sehr natürlich schwierig von dem jetzigen Redakteur das zu offenbaren, aber ja, es gibt auf jeden Fall eine neue Serie, wo er gerade dran ist. Die Geschichte ist auch schon am Entstehen, aber ja. Sie sind gerade in der Vorbereitungsphase, aber ja, also es ist jetzt auch kein Geheimnis, aber er kann jetzt eigentlich auch dazu gar nicht so viel sagen, weil das jetzt auch gerade erst angelaufen ist. Ja, dann wissen wir zumindest, dass da schon was Neues in Planung ist und wir bleiben gespannt. Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie Filme schauen, um sich zu inspirieren. Haben Sie denn sonst irgendwie andere Hobbys? Also ich erinnere mich vom letzten Mal, dass Sie, glaube ich, Tierfiguren gesammelt haben. Ist das denn noch aktuell oder hat sich das geändert? Ja, ab und zu sammelt er noch, aber es ist auf jeden Fall weniger geworden. Also, ja. Hat sich gewandelt. Gewandelt, okay, aber es gibt auch keine neuen Hobbys, die er jetzt hat. Naja, zu viel Arbeit. Er hat sich ein Fahrrad gekauft. Oh, ja. Das ist doch nicht schlecht. Also ein Klapprad hat er sich gekauft. Oh, cool. Sie hatten auch mal eine Katze, wenn ich mich nicht irre. Also mögen Sie Tiere grundsätzlich? Ja, er mag Tiere, aber die Katze ist auch schon gestorben, leider. Ja, aber man muss dazu sagen, sie ist an Altersschwäche gestorben. Ja, natürlich an Altersschwäche. Ja, neben der neuen Serie, die Sie jetzt planen, was sind sonst so Ihre Pläne für die Zukunft? Gibt es da noch konkrete Ziele, die Sie als Mangaka noch erreichen möchten? Er wird auch langsam wieder aktiv in der
Animation. Mhm. Das wäre halt auch etwas, was er für die spätere Zukunft einplant. Ja, das braucht aber noch seine Zeit. Aber das wäre auch auf jeden Fall eines der Ziele, die er noch erreichen möchte. Ja, da wünschen wir Ihnen dann viel Erfolg. Gibt es noch irgendwelche Themen, über die Sie gerne mal schreiben möchten? Er hat auf jeden Fall, also das, was er als nächstes machen möchte, würde er natürlich auch in der neuen Serie reflektieren. Allerdings sind die Ideen noch so vage, dass er noch gar nicht richtig sagen kann, um was für eine Welt es sich handelt. Also es ist noch sehr, steht noch alles in den Wolken anscheinend. Also es gibt jetzt momentan nicht ein bestimmtes Thema, das er jetzt sagen würde. Er möchte jetzt gerne irgendwie einen reinen Zombie-Manga machen oder irgendwie sowas. Über Zombie geht das, nanka seikimasu geht das. So ein Zombie とか wa dasanai desu ne. Nee, Zombies kommen auf jeden Fall schon mal nicht vor. Kann aber auch nicht garantieren. Kann auch sein, dass Zombies vorkommen. Also selbst ja, wir lassen uns sagen. Überraschen. Ma, tonikaku. Ja, lasst euch überraschen. Machen wir. Ich hoffe, es gefällt Ihnen jetzt hier auf dem Comic Salon Erlangen. 今回 Comic Salon, どうですか? 気に入られました? Ah, もうすごくなんか平和な, auf jeden Fall ist es sehr friedlich. Also es ist irgendwie als, also er genießt so Tage, als wäre jeden Tag, als hätte er jeden Tag Sonntag. Also diese Stimmung auf der Messe ist so entspannt und ja. Das stimmt, ja. Das ist alles sehr sehr locker und entspannt hier. Interessieren Sie sich dann auch für die westliche Comic-Kultur? Also lesen Sie da manchmal sogar welche oder kennen sich da ein bisschen aus? Er versteht natürlich leider nichts, aber er schaut sich die Bilder gerne an. Er kauft sich aber auch Comics wegen der Zeichnungen. Genau, die gefallen ihm sehr gut und ja. Ja, wir sind ja auch schon ein bisschen rumgelaufen jetzt die letzten Tage und man kann schon sagen, er war sehr begeistert von vielen Sachen. Ja. Sicherlich sehr interessant. Ja, also er möchte, er hat sich schon ein bisschen was angeschaut, er möchte aber am liebsten noch ein bisschen mehr sehen. So. Und genau, also der Redakteur Kato-san hatte sich halt auch so ein trashiges Comic namens Captain Berlin schon kaufen können. Er möchte auch noch irgendwie etwas finden, was er mit nach Japan mitnehmen kann. Das sollte möglich sein. Da haben wir gleich noch sicherlich ein paar Minuten Zeit. Haben Sie denn sonst noch etwas Bestimmtes geplant jetzt für den Deutschlandbesuch? Also gibt es noch irgendwas, was Sie unbedingt sehen möchten, eine Stadt, die Sie besuchen möchten, ein Essen, das Sie essen möchten? Er möchte auf jeden Fall noch mal ins Spielzeugmuseum in Nürnberg. Das wäre so, ja, noch sein Wunsch. Das machen wir. Tabemono. Tabemono. Hamsteak ist da. Er möchte auf jeden Fall, also er hat diesmal zum Beispiel als das erste Mal eine Currywurst gegessen. Das fand er super. Und wir haben das schon irgendwie 2-3 Mal gegessen. Und eigentlich wollte er gleich auch nochmal eine Currywurst essen gehen. Aber ich habe ihm gestern von einem Leberkäsebrötchen erzählt, als wir beim Bäcker vorbeigelaufen sind. Und ja, das möchte er heute auf jeden Fall mal probieren. Na gut, dann schauen wir mal, wo wir das finden. Wenn es das heute nicht gibt, mindestens morgen. Und dann gibt es heute noch mal Currywurst. Ja. Entweder ja, das oder das. Also, da perfekt. Gibt es sonst noch irgendwas, was Sie jetzt Ihren deutschen Fans noch sagen möchten? Also er möchte natürlich in Zukunft auch gerne mit Tokyo Pop in Verbindung sein. Er würde sich freuen, wenn halt auch seine weiteren Serien hier in Deutschland erscheinen würden. Und ja,
auf die Resonanz treffen würde. Das möchten wir auch gerne. Da würden wir uns sehr freuen. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie hier gekommen sind. Ja, herzlichen Dank auch an euch. Ich wünsche euch allen noch eine wunderschöne Messe und ich hoffe, wir sehen uns spätestens in 2 Jahren wieder. 2年後にまた皆さん、お願いします。